Hey Leute, und wir kommen zu einem weiteren Part von Tekken 2. Ich habe eben schon mal den Part aufgenommen, das zweite Mal. Also beim ersten Mal ist mir der geliebt, also am Ende, wenn da die Cutscene gespielt wird, so kurz davor, ist mir da die Aufnahme abgeraucht. Keine Ahnung warum oder wie es halt oder wieso, ne? Ach, schon wieder Yoshimitsu. Und dann kurz nach dem ersten Kampf ist mir dann auch schon wieder die Aufnahme flöten gegangen. Also, es gibt Tage, wo ich überhaupt keine Probleme habe, aufnehmen technisch. Und dann gibt es Tage, wo mir einfach diese Elgato Sorgen bereitet. Also, also, ich weiß ja nicht, ne? Weil, wenn das jetzt wieder mal so oft passiert, weil ich hoffe es ja nicht. Weil, es fing damals ja an, also ich, das gleiche Problem, glaube ich jedenfalls, war es glaube ich bei Assassin's Creed Brotherhood. Und die Playlist ist ja schon lange nicht mehr da, die habe ich ja damals vor 2 Jahren, glaube ich, gelöscht. Einfach aus dem Grund, weil ich da auch einfach unzufrieden war, dass ich da so viel Scheiße gemacht habe. Nee, Quatsch, das ist damals nicht passiert bei Assassin's Creed Brotherhood. Was erzähl ich denn für Mist? Das war ja damals hauptsächlich dadurch, dass ich da irgendwie eine komische Einstellung hatte, die da irgendwie. Also mein Mikro war nicht ausgeschaltet, das weiß ich noch. Ich hatte da nur irgendwie was Komisches eingestellt, irgendwie bei der Elgato, und der hat halt meine Audio nicht aufgenommen oder beziehungsweise hat sie mit aufgenommen, aber die irgendwie nicht integriert oder so, ne? Keine Ahnung. Dann habe ich einmal zu spät die Aufnahme gestartet, wo da auch ein bisschen was an Cutscene zur Story gefehlt hat, was mich dann auch sehr gestört hat, muss ich sagen. Und ja, deswegen kam mir das auch gelegen, dass ich da gesagt habe, nee, danke, ich werde das Spiel irgendwann noch mal neu machen. Bis dahin hatte ich ja aber auch nicht so viele Aufrufe auf diese Videos, daher hat es mir nicht so ganz wehgetan. Ja, das gleiche geht natürlich auch für Civilization Revolution. Da hatte ich aber keine Probleme mit dem Aufnehmen, muss ich sagen. Da war es einfach nur, weil ich mir eigentlich auch. Das war auch so eine schwachsinnige Idee, dass ich gesagt habe, ich werde da jedes Volk durchspielen. Obwohl ich nicht mal ein Volk durchgemacht habe, also durchgespielt habe. Weil die unterscheiden sich eigentlich nur davon, dass sie am Anfang mit einer anderen Technologie starten oder so. Und daher ist das Quatsch. Ja, ist das gleiche wie mit Dynasty Warrior, dass ich da alle Charaktere ja zeigen will und durchspielen will. Sprichwort, die alten Dynasty Warrior-Teile sind ja ein großes Beispiel dafür. Aber ich habe da auch schon auch so einen Plan, wie ich das da machen werde. Daher denke ich mal, werde ich mich nicht nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung, verzotteln oder so. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach wird das wahrscheinlich das kürzeste Video von diesem gesamten Let's Play. Wenn ich unter 5 Minuten komme, das wäre schon geil. Komm, Alter. Ich hätte jetzt, ohne Scheiß, hätte ich jetzt nicht reinlaufen dürfen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch vor ein paar Tagen oder vor einer Woche genau. Der gute Wolf Speer, den ihr ja vielleicht noch kennt von den Game One-Zeiten, der arbeitet jetzt nicht mehr, auch nicht mehr bei Inside PlayStation, so wie ich das mitgekriegt habe. Der ist jetzt bei einer anderen Firma, sage ich jetzt mal. Und ja, da kann ich nämlich, oder konnte ich weiß, also am nächsten Freitag, also ich denke mal am 22. ist das. Oder 21. Habe ich halt die Möglichkeit, eine Nintendo Switch zu gewinnen. Und ich hoffe, ich
Ich hoffe so, dass ich die gewinnen werde. Weil bis jetzt hatte ich noch nie irgendwo was gewonnen. Also vor kurzem hat meine Schwester bei irgendeinem scheiß Gewinnspiel mitgemacht und hat dann noch so ein krasses iPhone gekriegt, ey. Und jetzt hat sie zwei davon. Wo ich nämlich denke, das Glück ist einfach mit den Dummen. Weil ich könnte die Switch ganz gut gebrauchen, weil da gibt es auch so das ein oder andere Spiel, wo ich nämlich sage, das würde ich gerne mal ausprobieren. Hauptsächlich wollte ich auch Nintendo Switch ja holen, wegen der nächsten Generation von Pokémon und allgemein Let's Go Pikachu und Evoli, wo ich auch nur kurz damit gespielt habe. Und zwar mit dem guten Alex, den Dark Knight Viren, den findet ihr auch in meiner Kanalvorschlagsliste. Bitte mal reinschauen, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt. Dort wird demnächst irgendwann auch ein Let's Play Together starten. Also noch eins praktisch. Zu Dynasty Warriors 9. Das habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir das erstmal auf seinen Kanal machen. Mit ein bisschen Glück würde dadurch ein bisschen, weil der bleibt einfach auf seinem Abo und Aufrufzahl stehen und daher, ja, habe ich ihm halt gesagt, komm, mach das und ich weiß nicht, also ich, wenn da noch viel Zeit hingegangen ist, denke ich mir mal, vielleicht sage ich mir dann auch irgendwie, ja, ich werde Dynasty Warrior 9 separat aufnehmen und ja, vielleicht kriege ich es auch irgendwie hin, dass ich, es gibt ja die Möglichkeit dort auch ein mit so einem Programm, dass ich da irgendwie meine Audio, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen bearbeiten kann, dass ich mich ein bisschen besser anhöre, dann kann ich dann dort auch noch das Let's Play nebenbei starten. Aber das ist alles nur Zukunftsmusik, das ist, wenn das alles so klappen würde, wie ich mir das halt auch vorstelle, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre das schon Glück. Aber jedenfalls, ich habe da, wie gesagt, bei den Wolf Speer unter dem Video. Oh, man kann das sogar schon. Klasse. Jetzt erstmal die Cutscene. Okay, jedenfalls unter dem Video, wo der gute Wolfspeer jetzt tätig ist, unter dem Kanal, wo er das Video gemacht hat, habe ich selbstverständlich einen gleichen Kommentar hinterlassen, wo ich auch ein Like natürlich drauf gekriegt habe. Aber es geht ja nicht um die Likes, also ich hoffe ja, es wird ja wie gesagt durch ein Zufallsverfahren entschieden und wenn ich das gewinnen sollte, werde ich auf jeden Fall ein Unboxing dazu machen und ja. Dann werden vielleicht auch irgendwelche Nintendo-Spiele vielleicht mal kommen. Also sei es jetzt, also hauptsächlich Pokémon, weil da habe ich wirklich sehr viel Bock drauf. Und wenn ich das auch die Möglichkeit hätte, also hätte, dann würde ich davon auch ein Let's Play machen. Weil, wie gesagt, ich finde, Pokémon bin ich ja, wie gesagt, erst mit der dritten Generation eingestiegen. Aber das erzähle ich euch im nächsten Part. Also haut rein, Leute, und ciao.